mal gucken, ob die alte Sau wieder am Lecken ist. Hat er 110? Ja, jetzt hat er. Fast 130 Grad, nicht ganz. Das sucht nichts. Was? Ich würde sagen, das kommt. Einmal eine Lampe, warte mal. Ja, den habe ich hier. Der ist voll mit Öl. Der ganze olle verbrannte Suppe, die kommt da jetzt alle raus. So. Jetzt mal gucken. Das hast du da auch nicht sauber gemacht, ne? Ja, das Wasser ist sauber gemacht. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, noch die Suppe von vorher, die hier in den Ölkühler gesteckt hat. Was? Da, die hier unten da drin ist. Du hast das Ding raus, da war vorher kein Öl drin. Welches Ding? Das Gebläse? Ja. Da meine ich auch nicht. Unten unter dem Gebläse. Aber unten im Gebläse ist auch schon wieder was nass. Ja, da steht auch wieder was. Aber das ist, glaube ich, die Suppe, die aus dem Ölkühler von dem Waschen kommt. Von dem, was du eben ausgewaschen hast. Das saugt aber doch gar nicht vom Ölkühler. Da unten schwimmt wieder so ein bisschen. Aber das, hast du das denn vorhin da auch sauber? Da? Unter dem Gebläse? Nein. Siehst du, ja, das meine ich nämlich. Darum habe ich ja gesagt, lass uns mit dem Hochdruck. Nee, das... Aber nee. Ping. Das geht wohl. So, ich würde sagen, diesmal ist er dicht. Da beim Simmering kommt nichts. Der Propeller ist ganz sauber. Dann müsste es da ja jetzt rauskommen. Dann machen wir jetzt damit erstmal einen Deckel drauf und Probelauf mit Mais.